Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist mal wieder Freitag, Newszeit, hier sind sie. Viel Spaß! Ja, die News sind zurück. Nach kleiner Sommerpause habe ich mir dies ja mal gegönnt. Ein wenig verändert. Wir haben die Reihenfolge so ein bisschen umgestellt und erstmal vorweg ein ganz dickes Dankeschön geht an die Claudia, die mir ein Tool geschrieben hat. Ich hatte das schon angekündigt, wo ihr, wenn ich gleich über die Brettspiele im Ticker spreche, jetzt doch bessere Einblendungen dann auch sehen könnt. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, hinterlasst doch gerne auch in den Kommentaren, ich sag mal einen Daumen hoch, dickes Lob an die Claudia. Aber mehr dann eben zum Ticker. Also schreibt einfach, wie es euch an der Stelle gefällt. Die letzte Kolumne am Dienstag war Richtung Urlaub, also meine Urlaubserfahrung, die ich da getroffen habe. Ihr könnt auch wie immer ein Brettspiel gewinnen. Und noch ein weiterer Hinweis in eigener Sache. Die Vorschau auf die Spiel- bzw. die Herbstneuheiten ist ganz kräftig im Gange und da könnt ihr gerne auf der Brettspielbox euch informieren. Ich werde sicherlich auch dann nochmal Richtung September Videos mit meinen Toplisten rund um die Herbstneuheiten machen. Aber vorher wird erstmal verlagsweise aufgearbeitet, was da denn so Neues kommen wird. Und dann sind wir schon in den Branchen-News. Für die Spiel, ich habe gerade drüber gesprochen, sind jetzt die Eintrittskartenpreise bekannt gegeben worden und die Early Birds können jetzt loslegen, um eben halt nochmal 2 Euro gegenüber dem regulären Preis zu sparen. Die Einzelkarte wird zwischen 21 und 23 Euro liegen und es gibt auch wieder eine 4-Tages-Dauerkarte für 57 bis 59 Euro runtergebrochen. Auf die 4 Tage finde ich das eigentlich ein ganz fairen Preis. Ich weiß, dass der eine oder andere darüber meckert und sagt, ist ja eh eine Verkaufsveranstaltung, warum soll ich denn da überhaupt was zu zahlen? Aber nichtsdestotrotz, auch die Messe will Geld verdienen, die Spiel selber wird Geld verdienen und da sind ja auch noch ein paar Kosten, die da im Raum stehen. Board Game Road ist ein Projekt von Uwe Rosenberg. Meine Güte. Ja, Stefan Feld kommt auch später noch. Den hatte ich gerade nämlich schon im Kopf, also von Uwe Rosenberg, sorry Uwe, und Click a Tree, sowie einigen Brettspielverlagen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, in Ghana Bäume zu pflanzen im Rahmen einer Board Game Road. Da sind verschiedene Parzellen jetzt gepachtet worden, wo Bäume gepflanzt werden, um eben halt ein Stück weit für den Artenschutz zu tun, aber eben halt auch für den CO2-Ausgleich. Finde ich ein cooles Projekt. Mal gucken, ob da noch ein bisschen mehr zu hören ist, auch Richtung Spiel. Vielleicht können wir als Community da auch irgendwie noch was zu beitragen, vielleicht da demnächst ein bisschen mehr. Spiel des Jahres ist ja vergeben worden, aber es gibt auch in der Jury noch ein paar Veränderungen. Leider hat Bernhard Löhlein jetzt nach 20 Jahren, unter anderem war er Vorsitzender des Vereins, aber eben halt auch Sprecher, gesagt, jetzt ist Zeit, den Stuhl zu rücken und Platz zu machen für neue. Also ich fand Bernhard, und ich hoffe, dass wir uns auch auf der Spiel noch ganz häufig sehen, immer ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, der auch ein ganz tolles Radioprogramm hat, eine ganz tolle Stimme, sehr spannende Rezensionen, die er vertont hat. Schade, dass er da die Jury dementsprechend verlässt. Hinzu kommen, die anderen beiden Neuzugänge hatte ich ja schon vorgestellt, jetzt im Rahmen der Kinderspieljury in den Beirat die Carina Lodenkämper und die Natascha Braunbeck, die dort im Beirat eben halt unterstützend tätig sind und zukünftig eben halt auch über das Kinderspiel des Jahres mitentscheiden. Digital auf Board Game Arena könnt ihr jetzt Evergreen spielen und Kowail, die sind aus der Beta-Phase herausgekommen und es sind noch ganz interessante Sachen in der Beta-Phase jetzt drin, unter anderem About Us, was ja auch bei Pegasus erscheinen soll, kann man da eben halt schon ausprobieren.
Dann sind wir bei den Events. Ihr merkt, die Reihenfolge ist ein bisschen neu. Ich habe jetzt gedacht, ich mache erstmal so diese klassischen Branchensachen, Eventsachen, bevor wir dann zu den Spielen selber kommen. Die Gen Con ist seit gestern eröffnet worden. Da sind die Massen unterwegs und es gibt schon reichlich Bilder auf Twitter, auf Instagram, Facebook. Videos habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber werden sicherlich auch kommen. Gen Con oder Board Game Geek streamt ja in der Regel dann die ganzen Neuheiten. Und ich werde mit Sicherheit auch sehr intensiv darüber berichten. Mal schauen, ob ich noch ein separates Video dazu mache. Mindestens aber auf der Brettspielbox-Seite werde ich über die Neuheiten dann berichten. Zu Spiel 23 gibt es dann ja noch einen dritten Punkt, den ich heute erzählen möchte, nämlich es wird am Samstag wieder ein Meet and Play geben von 14 bis 18 Uhr. Könnt ihr euren Lieblingsblogger, Lieblingsinfluencerin, YouTuber, was auch immer, im Saal Europa sehen. Wir von der Brettspielbox überlegen, entweder dort oder aber nochmal ein separates kleines Community-Treffen anzubieten, wo ihr uns halt auch auf das Spiel dann nochmal treffen könnt. Genaueres dazu aber dann ja im September. Die Brettspielbar ist auch erschienen. Jürgen und ich haben aus der Branche viele News zusammengetragen. 45-Minuten-Folge. Ist doch einiges passiert in den letzten Wochen. Und das Ganze haben wir wieder in einen Podcast gegossen. Und da sind wir schon beim Crowdfunding und wenn jetzt alles klappt, seht ihr hier dann auch die Einblendung. Galileo wird in der Spieleschmiede jetzt gerade frisch finanziert von Giant Rock. Galileo ist ja einer der Monde von Jupiter, wo eben halt auch hier wir von der Erde aus aufbrechen, um dort eben halt uns niederzulassen. Dann hat Compass Games mit Silent War ein neues Spiel auf Kickstarter aus der Taufe gehoben. Call of Duty von Arcane Wonders ist eine Umsetzung des Videospielklassikers. Ist ja weiterhin im Trend, Videospiele oder Filme auch als Brettspiel umzusetzen und so eben halt auch Call of Duty. Noch ein Kickstarter-Projekt mit Beer Mountain Camping haben wir hier ein Naturspiel, das wird die Carina wieder erfreuen. Wir sind in der Natur unterwegs, wir wandern, wir campen, wir müssen Ressourcen einsammeln. Das Ganze kartenbasiert, sodass wir eben halt auf dem Pfad dort auch vorankommen. Das Spiel ist mit gut 250.000 Euro auch schon recht gut finanziert. Letztes Projekt auf Kickstarter, wo ich selber noch mit liebäugle, weil ich die ersten drei Teile habe und sie noch nicht gespielt habe. Aber deswegen werde ich wahrscheinlich trotzdem zu Iron Rail 4 greifen. Südamerika ist diesmal die Karte, um das Spiel oder meine Sammlung da komplett zu haben. Und wer noch ein bisschen mehr Geld ausgeben mag, es wird also auch, glaube ich, 180 Eisenbahnen in 6 verschiedenen Farben als Metall-Edition geben, die man noch dazu nehmen kann oder in einem Bundle, um ein paar Euro noch zu sparen. Ja, das ist der Blick aufs Crowdfunding. Mehr dann dazu auch nächste Woche. Ich habe jetzt nur ein paar Sachen herausgegriffen. Und dann geht's in den Ticker hinein mit einigen Neuheiten. Viel Spaß dabei. Ja, den Jingle habe ich gleich gelassen, den fand ich eigentlich ganz gut, während ich den ersten verändert habe. Aber neu und verändert sind auch jetzt die Spiele. Colossal Cat in the Box. Das Cat in the Box wird bei Pegasus auf Deutsch ja jetzt im Herbst erscheinen und Bézier Games hat jetzt gedacht, naja, da können wir doch mal eine große Edition herausbringen, die deutlich komfortabler zu spielen sein soll, wobei ich die andere eben halt auch schon sehr, sehr schick finde. Und es gibt dazu noch Erweiterungen. Das Ganze wird via Kickstarter noch finanziert werden. Harvest ist eine Neuauflage des TMG-Spiels, was von Trey Chambers jetzt herausgegeben wird. Und das Ganze ist grafisch nochmal neu gestaltet worden, jetzt mit einer Tier- Optik oder ja, Tieren, die da eben halt mit hineinspielen. Und erste Bilder sind auch schon auf der Gen Con sichtbar. Board & Dice wird auch wieder kräftig Neuheiten im Herbst herausbringen. Unter anderem auch Nucleum. Das wird die Fans von Simone Luciani freuen. David Turzi ist auch mit an Bord, unter anderem für die Solo-Regeln.
Und wir sind im Sachsen, ich glaube, das ist 18. und 19. Jahrhunderts, und eine Wissenschaftlerin hat Uranium, eine Uraniumanlage entdeckt und konzipiert, und da wird der Energiehunger gestillt, und wir müssen dementsprechend hier ja, für Fortschritt sorgen, auf Basis des ganzen Energiewachstums, was da ist, sind ganz andere Maschinen möglich, und das wird mit Nukleum dann eben auf dem Brettspieltisch ausgetragen. For Sale wird zum x-ten Mal, sage ich jetzt, mal herausgegeben. Der Spieleklassiker jetzt bei Spieldas, die mit Yellow auch Kooperationen eingegangen sind und einzelne Yellow-Titel mittlerweile eben halt veröffentlichen, das Ganze in einem neueren optischen Gewand. Ja, und dann erwartet uns im Herbst eine ja schon recht große Marrakesch-Erweiterung. Camel and Nomads heißt sie, mit 7 Modulen. Dabei ist unter anderem eben halt die Nomaden, die eine frische neue Farbe hineinbringen, die man so als neutrale Farbe nutzen kann. Die kosten allerdings noch zusätzlich, um sie dann einzusetzen. Es wird Kamele und Kamelrennen geben. Es wird neue Heimatgebäude geben, die in das Spiel zusätzliche Würze hineinbringen sollen. Neue Luxuswaren, neue Versorgungsplättchen, neue Oasenplättchen. Und das Ganze eben garniert mit einer Solo-Variante. Das wird den einen oder anderen von euch vielleicht auch freuen, die von David Turzi konzipiert worden ist. Und es gibt auch schon einen Blick auf ein Queenie, was angekündigt ist, nämlich ein neues Mittelstück, was Stefan Feld konzipiert hat, wo noch mehr Varianz dann in Marrakesch hineinkommen soll. Also, ich denke mal, alle Fans von Marrakesch sind da sehr interessiert an dieser Info. Manifest Destinies wird bei Of the Rage Games herausgebracht werden. Sieht sehr thematisch aus, das Spiel. Dann Edition Spielwiese hat neben seinem sehr bunten, poppigen Schnitzeljagd noch zwei weitere Neuheiten in petto. Zum einen The Same Game, was ich schon selber auch auf der BerlinCon spielen konnte, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schönes Partyspiel, kooperativer Natur. Und Havelands ist ein Plättchenlegespiel von Rainer Knizia. Das war noch nicht so weit fertig. Da gibt es im Moment auch erstmal nur ein Cover. Mehr dazu hoffentlich Anfang der Woche. Cool Mini or Not bringt, ja, also Disney scheint im Moment halt in aller Munde zu sein für Robin Hood mit Sheriff of Nottingham ein Familienspiel heraus. Und alle Fans von Vagrant Song werden mit Encore happy sein, dass da schon eine Erweiterung angekündigt ist. Das Spiel ist, glaube ich, gerade ausgeliefert. Also ich habe zumindest schon die ersten Exemplare gesehen und viele sind sehr begeistert von dem Spiel. Undergrowth ist angekündigt bei AEG mit Elizabeth Hargraves und oh, den Co-Autor habe ich jetzt blöderweise vergessen, seht ihr aber dann hier auch hoffentlich in den Einblendungen. Wir sind als Baum bemüht, Symbiose mit Pilzen herzustellen, um eben halt zu pflanzen, unsere Samen auch eben halt im Boden auszubreiten. Wieder mal ein spannendes Naturthema, was Elizabeth Hargrave sich mit ihrem Co-Autor dort ausgedacht hat. Ja, und in der Auslieferung befindet sich Great Western Trail 3 mit New Zealand. Ist von Asmodee jetzt gerade vom Lila Laster angekündigt worden. Und Barcelona wird auch auf Deutsch bei Giant Rock erscheinen. Das ist ja eine der Herbstneuheiten von Board and Dice und das Spiel ist wohl jetzt schon erhältlich und dementsprechend verfügbar. Colosseum von Wolfgang Kramer, ich musste kurz den Autor nochmal nachjustieren, wird bei Phantasia Games herausgebracht werden in einer komplett neu überarbeiteten Ausgabe. Das ist einmal das Kolosseum und das eigenständige Spiel dazu. Und der Heidelberg Verlag hat angekündigt, ja, dass die Klapperschlange, also die Umsetzung des Spielfilms, die Klapperschlange bei ihnen dementsprechend erscheinen wird, ich glaube, mit auch den Erweiterungen. Und last but not least, Lioness Games hat mit Biome
ein Spiel angekündigt, wo wir Biotope errichten müssen mit Klima, Natur etc. Und das Ganze ist in zwei Phasen. In der zweiten Phase gibt es dann noch Katastrophen, die wir dementsprechend auch aushalten müssen und darauf reagieren und unsere Biotope dementsprechend schützen. Ja, Rand gefüllt, das waren die News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich hoffe auch, dass mit den Einblendungen klappt. Das muss ich nämlich jetzt noch schneiden. Aber ich bin da ganz guter Dinge. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Kommentar. Wenn es euch nicht gefallen hat, hinterlasst doch gerne auch einen Kommentar, was wir noch besser machen können, verändern können. Und vor allen Dingen abonniert den Kanal weiter fleißig. Da sind wir auf einem ganz guten Weg jetzt Richtung 4200er Marke. Das ist dann mein Lob für den Videokanal, wenn wir da eben dementsprechend neue Abonnenten auch gewinnen. Macht's gut, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir werden sicherlich am Wochenende nochmal voneinander hören, weil Tim, Carina und ich da noch ein kleines Special am Sonntag planen. Macht's gut, bis dahin, euer Christoph. Tschüss.